Mit dieser Verordnung regeln wir, wem wann das Angebot zu einer Impfung gegen das Coronavirus gemacht wird. Anspruchsberechtigt sind generell alle, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben oder sich hier längerfristig oder regelmäßig aufhalten oder auch beispielsweise in der Pflege, in bestimmten Einrichtungen im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten, aber nicht in Deutschland wohnen. Wir können aber zu Beginn der Impfung, und das ist wichtig, wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff. Deshalb müssen wir priorisieren. Und genau das oder auch das wird mit dieser Verordnung geregelt. Wir werden dabei zuerst denjenigen einen Schutz anbieten, die ihn auch besonders benötigen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen, den über 80-Jährigen sowie denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern. Das folgt der traurigen, der bitteren Erkenntnis, dass trotz aller Schutzmaßnahmen das Risiko auf Einrichtungen auf Null gebracht wird, dass die Situation kommt. Und wenn sie einmal in Pflegeeinrichtungen dort eben auch zu schützen. Vor allem Hochbetagte haben ein sehr, sehr großes Risiko, wenn sie sich dass es zu einem schwersten oder gar tödlichen Verlauf kommt. Jeder zweite Todesfall mit oder an Corona in Deutschland ist bei einem über 80-Jährigen. Das zeigt eben, dass das insbesondere im Zusammenhang mit der Gruppe hoch ist. Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne. Zur Wahrheit gehört, dass wir mindestens 1 bis 2 Monate brauchen werden, bis wir dieses Ziel erreicht haben, die Schwächsten zuerst zu schützen. Erst dann können wir darüber nachdenken, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern. Das heißt für uns alle, der Winter wird noch lang. Wir werden noch längere Zeit mit diesem Virus leben müssen. Aber das heißt eben auch, es gibt Hoffnung, wenn mehr Impfstoff geliefert werden kann und es wird Zug um Zug in den nächsten Wochen mehr werden. Es wird Stand heute auch zusätzliche Zulassungen geben können, dann werden sich auch immer mehr Menschen auch in Deutschland schützen können. Ich möchte uns alle aufrufen, besonnen mit dieser Situation umzugehen. Wenn die Länder am voraussichtlich 27. Dezember mit den Impfungen beginnen, ist das Angebot zuerst begrenzt und die Reihenfolge klar definiert. Zuerst die Pflegeeinrichtungen, die dort leben und die dort beschäftigt sind und die über 80-Jährigen. Deswegen bitte ich alle anderen Bürgerinnen und Bürger um Geduld. Ich bitte Sie darum abzuwarten, bis auch Sie an der Reihe sind. Wir beginnen zuerst mit den Älteren, den Hochbetagten, denjenigen, die Sie pflegen und betreuen, um genau diese besonders Verwundbaren zu schützen. Zwischen Bund und Ländern haben wir eine klare Aufgabenteilung vereinbart. Der Bund besorgt und verteilt den Impfstoff. Die Länder übernehmen dann die Impfdosen, verteilen sie in ihre Impfzentren und organisieren mit den Städten und Gemeinden die Impfung vor Ort. Bis es soweit ist, von der Zulassung der Kommission, voraussichtlich am 22. Dezember, muss dann eben auch noch anschließend eine Chargenprüfung erfolgen, dass also die auszuliefernden Impfdosen übereinstimmen auch tatsächlich mit der Zulassung. Das ist immer bei Impfungen so, bei Impfdosen, bei jeder Impfart sozusagen, auch bei den Grippeimpfungen, dass es eine solche Chargenprüfung gibt und das Paul-Ehrlich-Institut das entsprechend freigibt. Dann erfolgt der Transport und die weitere Organisation. Das heißt also, alle Beteiligten, wir alle werden über Weihnachten daran arbeiten, dass es tatsächlich am 27.12. in Deutschland losgehen kann. Wenn denn dann auch jüngere und mobile Menschen in die Möglichkeit kommen, geimpft zu werden nach und nach, bitte bis dahin gedulden, dann kann nicht die erste Frage sein, was darf ich jetzt alles wieder und lasse ich die Maske gleich im Bus weg und dann haben wir irgendwann die Busse, wo die einen sagen, ich brauche nicht mehr und die anderen tragen. Ich finde, wenn man schon früher dran ist als andere, aus guten Gründen, gibt es auch eine Frage von Solidarität,
dann nicht leicht zu sagen, jetzt gelten aber alle Regeln, für mich nicht mehr. Es wird Stand heute schon im Januar einen weiteren Impfstoff geben können, Moderna, der sich in der Zulassung befindet in der letzten Phase. Möglicherweise ergibt sich daraus schon Anpassungsbedarf, sodass wir das eben auch beständig miteinander weiterentwickeln. Aber natürlich dann auch die Bürgerinnen und Bürger informieren, sozusagen, wenn es in die nächste Stufe geht. Und deswegen komme ich dahin zurück. Die Briten können das immer besser ausdrücken, weil es dann irgendwie freundlich und doch klar klingt. Don't call us, we call you, hat das britische Gesundheitssystem sozusagen vermittelt. Und mir ist einfach wichtig, dass jetzt nicht am 27. oder 28.12. irgendwie alle aus nachvollziehbaren Gründen und Sorgen versuchen, gleich einen Termin zu bekommen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.